Tja, und Uwe Hück, der Porsche-Betriebsratschef, steht jetzt vor der Porsche-Zentrale in Stuttgart-Zuffenhausen. Guten Abend, Herr Hück. Guten Abend, Frau Slomka. Herr Hück, sind Sie ganz sicher, dass Herr Wiedeking wirklich noch Ihr Chef ist? Ja, mit Sicherheit. Ich habe heute mit Michael Pirch gesprochen, auch mit Wolfgang Porsche. Wir waren heute sehr locker drauf. Und der Wiedeking hat heute in der Betriebsversammlung in Weissach und Zuffenhausen geredet. Also ich verstehe überhaupt nicht die Meldung. Die ist von irgendeinem versendet worden, ohne nachzudenken. Wiedeking ist da, ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, ich weiß davon überhaupt nichts. Im Präsidialausschuss ist der Bernd Oselo drin, der Michael Pirch, Wolfgang Porsche. Wir vier wissen alles nicht davon. Also diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die wir nicht kennen. Und der Dr. Wiedeking bleibt in diesem Unternehmen, solange sein Vertrag es auch zulässt. Und das ist bis 2012. Alles andere weiß ich nicht. Und woher könnte das dann kommen? Ach, wissen Sie, da kommt so viel im Moment. Der Herr Wulff hat vorhin mal, ich habe auch über die Presse gehört, dass Herr Wiedeking in den nächsten Tagen zurücktreten muss. Der Herr Wulff sagt, dass die Entscheidung jetzt gefällt werden muss von Porsche. Der Wulff ist noch nicht mal im Aufsichtsrat bei Porsche, weder in der Holding noch in der AG. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bestätige nochmal, der Wulff hat gesagt an einem Telefonat, dass er die 10 Milliarden zugelassen hat, Kredit, aber die restlichen 2,5 Milliarden, da hat er alles dagegen getan, dass man die 2,5 Milliarden nicht bekommt. Dafür habe ich Zeugen und ich lasse mir ungern vom Herrn Wulff nachsagen, dass ich gelogen habe. Das werde ich auch nicht einfach so hinnehmen. Das tut er ja, der Herr Wulff. Der sagt, das sei Polemik und das sei unwahr, was Sie behaupten, dass er versucht, das zu torpedieren, dass Porsche von unabhängigen Geldgebern Kapitalspritzen bekommt. Dann soll der Wulff nochmal nachdenken. Am 30. Juni hat er ein Telefonat geführt. Da sind Zeugen dabei, wie er das wiederholt hat. Ich betone nochmal, er hat ein Telefonat gesagt, die 10 Milliarden hat er zugelassen, wie ob ein großer Pharisäer ist. Aber die restlichen 2,5 Milliarden hat er alles dafür getan, dass Porsche das nicht bekommt. Da hat Porsche damit geschädigt, das kann ich nicht zulassen. Und ich sage Ihnen, er kann vieles zu mir sagen. Ich habe jetzt auch gehört in den Pressen von den anderen, ihre Kollegen und Kolleginnen, dass er vieles mir jetzt nachsagt. Unter anderem, dass ich korrupt wäre, dass ich unanständig wäre, dass ich Privilegien habe. Ich kämpfe für diese Belegschaft und ich lasse mir das nicht nachsagen. Und wenn er meint, ich habe Privilegien, dass ich für eine Belegschaft kämpfe, die 15 Jahre lang die Familie Porsche und Pirch reich gemacht habe und wir verlangen jetzt, dass die Familie Porsche und Pirch Kapitalerhöhung macht, ihren Geldbeutel aufmacht, dass sie jetzt auch an ihren Reichtum rangehen, um Porsche zu unterstützen. Und ich bin dagegen, dass man VW-Kassen plündern, nur dass man Porsche entschuldet. Und nochmal, die 4 Milliarden werden noch nicht mal reichen. Wir brauchen auch nebenbei noch Liquiditäten. Darum liegt zwischen 7 bis 8 Milliarden ist genau der richtige Preis. Und das soll ein externer Investor machen und die Familie Porsche und Pirch Kapitalerhöhung. Ich kämpfe jetzt für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und da lasse ich mich auch vom Herrn Wulff nicht abbringen. Ich lasse mich auch nicht einschüchtern. Herr Hück, sind denn die Scheichs aus Katar überhaupt noch interessiert oder verlieren die langsam Lust und Nerven? Ja, wenn wir Politiker haben wie der Herr Wulff, der ständig immer sagt, er ist dagegen, dass die Scheichs hier reinkommen, dann frage ich mich wirklich, was hier in Deutschland abläuft. Wir sind mitten in der Krise. Wir brauchen Arbeitsplätze, sichere Arbeitsplätze. Und da erwarte ich, dass wir Politiker haben, die für Arbeitsplätze einstehen. Und ich erwarte jetzt auch, dass der Günther Oettinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, jetzt im Machtwort spricht und auch seinen Parteifreund sagt, er soll jetzt einfach mal die Klappe halten, Entschuldigung, dass ich sage, aber er darf hier Porsche nicht schaden. Ich habe nichts gegen den Herrn Wulff. Ich kenne ihn noch nicht mal. Die Belegschaft hat ihn gesehen. Wir wissen gar nicht, was er von uns will. Der nervt uns im Moment. Und nochmal, ich habe Respekt vor meinem Herrn Wulff. Der ist gewählt worden, aber er muss auch wieder Respekt haben, dass ich jetzt für die Porsche-Belegschaft kämpfe und ich lasse mich auch von keinem davon abbringen. Und wenn die mich erschießen wollen, sollen sie es machen. Damit habe ich kein Problem, aber ich will dann einen ehrenhaften Tod haben und nicht, dass ich irgendwann mal einknicke. Das werde ich nicht zulassen. Herr Hück, dann trügt der Eindruck nicht, dass hier auf allen Seiten, auch bei Ihnen, die Nerven gewaltig blank liegen. Überhaupt nicht. Ich bin heute ganz locker drauf. Ich rede immer so. Ich bin ein Kämpfertyp, das wissen Sie. Ich bin öfters auf Demonstration, um Menschen mehr Lohn herbeizuführen, gerechte Arbeitsplätze. Ich bin immer so, fragen Sie meine Frau in der Früh, abends, nachts, überall in der Dusche. Seien Sie nicht erschrocken, so bin ich und so werde ich auch bleiben. Herr Hück, dann schauen wir mal, wie das weitergeht bei Porsche. Danke für das Gespräch. Ist ganz lieb von dir. Tschüss.